Hallo, ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe, diesmal wieder rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir mal wieder eine Frage zur Polarität in Langzeitbeziehungen. Und vorab aber noch eine Frage zu den Challenges. Und zwar hat da jemand geschrieben, ich habe ja auch den Wunsch, dass ich mal mehr was machen soll für die Leute, die neu sind. Hallo Christian, herzlichen Glückwunsch zum neuen Buch. Hab hier gerade keins zur Hand. Hoffe, ihr kriegt noch eins. Hab schon gehört vom Buchhändlern, dass Großhandel nicht mehr bestellbar ist. Also haut rein. Genau, und das ist schon eine Bestsellerliste oben steht. Ich bin Kunde einiger Kurse, hörte ich auf Spotify und deine Ausführungen über toxische Beziehungen haben mir die Augen geöffnet. Könntest du im Podcast nochmal was oder hier halt zu den Challenges mich interessieren, alle drei sagen? Ich habe die meisten anderen Sachen auch deswegen besser begriffen, weil man deine Kurse anhören kann, dabei auch bei deiner Stimmlage, Betonung einiges bei mir ankommt. Ja, das ist absolut so, deswegen ist es auch nicht geschrieben, sondern gesprochen. Außerdem interessiert es mich, ob ich Selbstliebe und Manifestation gleichzeitig machen kann und ob ich das mit einem Kind im Wechselmodell zeitlich schaffe. Ja, also Selbstliebe-Challenge ist was ganz Klassisches, sehr zeitlich eher kurze Aufgaben, zum Beispiel ist eine Aufgabe, jeden Tag in sein Dankbarkeitstagebuch bestimmte Sachen reinzuschreiben. Eine Aufgabe ist vielleicht, sich den ganzen Tag ich liebe dich oder solche Sachen zu sagen. Ich sage jetzt einfach mal so Beispiele. Das sind also so überschaubare Aufgaben, die eher so einen Anstoß liefern, als dass sie jetzt so, soll ich mal sagen, rein urmäßig viel Zeit brauchen. So, ne? Also man denkt schon viel drüber nach, glaube ich. Der Kurs ist schon seit Jahren im Programm, ja, hat sich einfach bewährt. Die Selbstliebe-Challenge Advanced ist ein bisschen tougher, ist im Prinzip ein ähnliches, also du kriegst jeden Tag eine Aufgabe, die sind aber aufwendiger, ne? Also mental auch aufwendiger, da braucht man ein bisschen mehr, muss man sich ein bisschen mehr Schwung geben, muss ein bisschen mehr nachdenken, sag ich mal. Aber ja, auch alles schaffbar mit dem Kind, würde ich mal sagen. Money Challenge braucht ein bisschen mehr Zeit, weil wir da ganz viel mit mentalen Vorstellungen arbeiten, Fantasie so komplett von der Leine lassen, würde ich mal sagen. Das wird, glaube ich, schon jeden Tag halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht manchmal eine Stunde brauchen. Aber du musst das ja nicht an dem Tag machen, du kannst es auch einen Tag später machen. Ne? Und die anderen Kurse sind ja sowieso völlig frei in der Zeiteinteilung. Also müsst ihr euch vorstellen, diese Challenges, es ist natürlich schöner, die gemeinsam mit den anderen zu machen. Ne? Dann schreibt man sich in die Kommentare was. Aber wenn du jetzt mal einen Tag das nicht kannst, dann kannst du es auch einfach später machen. Die wird ja nicht aus deinem Programm wieder rausgenommen. Oder kannst du auch das nächste Mal wieder mitmachen. Also ich denke, da bekommt ihr viel fürs Geld. Gut, dann hatten wir noch eine Dating-Frage. So, moin, passend zum Launch deines Buches habe ich eine Frage bezüglich männlicher Polarität in Beziehungen. Mir ist aufgefallen, dass es leicht ist, in der männlichen Polarität während des Dating-Prozesses zu bleiben. Mann erzählt von seiner Mission, flirtet und wenn es gut läuft, initiiert er den Kuss und vielleicht sogar mehr. Die Frau sucht sich einen interessanten Typ und liebt die verrückten Geschichten, die der Mann so erlebt hat. Wenn dann die Beziehung anfängt, dreht sich die Dynamik plötzlich auf den Kopf. Die Frau fängt an, die Vision für die gemeinsame Zukunft zu übernehmen. Und der Mann darf gefühlt nur mitmachen und nicht in die Quere kommen. Ja, wer sagt das? Sie als Nestbäuerin hat jetzt natürlich eine Mission und ist auch voll in ihrer femininen Polarität. Nur wo bleibt da der Mann? Der macht weiter, was er vorher auch gemacht hat, ne? Seine Mission, sein Ding. Was beim Dating noch faszinierend war, plötzlich nervig. Die große Schallplattensammlung, der Fußballfimmel, das Partymachen oder der Sport fünfmal die Woche. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Musst du denn dies, musst du denn das? Ich erlebe öfters, dass Frauen ihren Männern die Welt erklären als umgekehrt. Gerade auch wenn Kinder ins Spiel kommen, macht der Mann gefühlt alles falsch. Und die Frau muss augenrollend eingreifen. Der Mann rutscht vom coolen Macker in die Rolle des größten Kindes der Familie. Ja, aber nur, wenn er es zulässt, ne? Jedes Mal, wenn ich männliche Freunde frage, warum sie Kinder haben, höre ich, ach, das ist einfach so passiert. Ja, so ist es. War gar nicht so geplant. Dann denke ich immer, ja, von dir vielleicht nicht. Wie kann man Beziehungen überhaupt in seiner männlichen Polarität bleiben? Ja, also absolut legitime Frage und auch ein häufiges Problem. Aber ich glaube, von beiden Partnern häufig.
dass wir, der Mensch ist einfach nachlässig, der Mensch ist faul und man gibt sich einfach nicht mehr die Mühe, sagen wir doch mal ehrlich, die man sich im Dating-Prozess gegeben hat, ne? Deswegen ist eine so eine ganz wichtige Übung für Paare bei mir immer, den Dating-Prozess wieder aufzunehmen, ne? Also auch innerhalb der Beziehung zu daten, sich Mühe zu geben und ja, das ist die Kunst von Langzeitbeziehungen, das Feuer am Lodern zu halten und das tut man eben nicht, indem der Mann alles das macht, was die Frau sagt, so, ne? Sondern indem der Mann, die Frau natürlich auch, die gleichen Hobbys weiterführt, das Leben weiterführt, was er vorher auch geführt hat und jetzt nicht alles von der Frau dominieren lässt. Da. Also natürlich muss man so Kompromisse finden in Beziehungen, ist ja klar, ne? Und auch Zeit für den Partner einräumen, aber klar, dann alles, das coole, diese coolen Hobbys, die man im Dating-Prozess gemacht hat, dann nicht mehr zu machen, ist natürlich eine schlechte Idee, ne? Das nennt man, nennen die Red Pillar, nicht, dass ich jetzt wieder jemand denkt, ich wäre ein Red Pillar, aber also manche Sachen sind da, glaube ich, ganz gut beschrieben, nennt man so die Betaisierung des Mannes. Das sagt man, dass Frauen, also ob das so ist, überlasse ich euch. Ich weiß es nicht, manchmal kann ich es mir vorstellen, manchmal nicht so, dass Frauen so unbewusst versuchen, rauszufinden, wie stark ist denn mein Mann noch, ne? Kann ich den so aus seiner Mitte kippen? Kann ich den wegbringen von seinen Hobbys? Und dann nicht wirklich zufrieden sind, wenn sie es schaffen, sondern eher unbewusst zufrieden sind, wenn sie es nicht schaffen, wenn der Mann immer gleich stark bleibt, so, ne? Aber ich gebe absolut zu, dass das nicht leicht ist, diesen Prozess so aus dem Weg zu gehen und dieses Angleichen der Partner, so gleiche Jogginganzüge und so weiter, da mal wieder gegen anzugehen, zu vermeiden, das ist eine der großen Aufgaben in Langzeitbeziehungen, gebe ich dir absolut recht, aber es geht schon, ne? Man darf halt nicht so in Kompromissen und wir sind ja eins und wir haben die gleichen Interessen, dann wird die Beziehung halt schnell unteraktiviert oder es kommt zu solchen Prozessen oder auch wenn schwierige Gespräche nicht mehr geführt werden, weil man einfach Konflikten aus dem Wege geht, so, dann, ja, dann kommt es zu sowas. Aber das führt halt zu so einem Einheitsbrei und der ist irgendwie unsexy, ne? Absolut, ne? Also sollte man unbedingt vermeiden. Und ja, also es ist, ich würde dir recht geben, es ist im Dating-Prozess leichter, in der Polarität zu bleiben. Gebe ich dir absolut recht. Aber es ist keine Entschuldigung, da nicht dran zu bleiben, so, ne? Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Abo da. Es gucken ja immer so die Hälfte ohne Abo. Es könnte mich sehr unterstützen mit dem Abo. Tut nicht weh. Oder auch einer Kanalmitgliedschaft. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwo auf einer Lesung oder so. Und bis bald, ihr Lieben. Ciao.